Einmal probiere ich es noch, mich anzumelden und danach. Jetzt bin ich's doch. Sehr schön. Meine Fresse ist ja komplett überlichtet. So. Guten Morgen alle zusammen. Mucke am Start. Wieder mit einem kleinen morgendlichen Guten Morgen Stream von FIFA. Der wird heute wahrscheinlich nur so eine halbe Stunde gehen, wenn er nicht vorher schon abgebrochen werden muss. Meine Tochter und meine Frau schlafen auch noch. Deswegen mache ich das überhaupt. Und ja, wir gucken jetzt. Mein Ziel ist es für heute, den Transfer. Fenster zu schließen. Ist ja der letzte Tag. Und ein Spiel zu machen. Ich gucke jetzt noch mal, wer aus der Bundesliga verliehen werden soll. Nur zwei Bayreuther und Jeboah. Gucken wir noch mal England. Da ist keiner wirklich. Entschuldigung, keiner wirklich bei, der mich so interessiert. Verkehrtes. Was ist denn heute mit der Verbindung los? Wie her in der Uhrzeit seht, es ist früh. Sehr früh. Viel zu früh. Und deswegen werde ich einfach wahrscheinlich wieder nicht so viel sprechen. Wenn ihr Fragen habt, ab damit in den Chat. Tipps auch gerne in den Chat. Jetzt bin ich wieder angemeldet zum dritten Mal. Ich weiß nicht, was das soll. Dass ich die ganze Zeit rausgeschmissen werde. Verbindung ist sehr instabil.
Das kann man gut akzeptieren.3 Jahre. Ist perfekt. Perfekt. Nummer 1 verpflichtet. Gucken wir noch mal, ob wir bei Werder dazu bekommen. Akzeptieren wir die Rolle halt. 2 Jahre ist vollkommen in Ordnung. Es geht doch. Jetzt haben wir doch ein paar Spieler verpflichtet. Dann simulieren wir das jetzt hier mal zu Ende. Ist schon wieder weg. Was soll denn das? Was soll denn das? Habe ich kein stabiles Internet zurzeit. Könnt ihr vergessen. Dann gucken wir jetzt noch mal. Was nicht Süle oder so leihen können. Wobei das Gehalt natürlich zu big ist, aber Fragen kostet ja nichts. Und dann fragen wir auch bei Chinji nach, beziehungsweise da fragen wir zuerst nach. Ich will nicht verpflichten, sondern leihen. Okay, kein Interesse. Kein Interesse. Sehr schön. Am Ende werden wir hier nochmal alle Vereine durchgehen.
So. Fangen wir beim Nürnberg an. Ist nichts Interessantes. Mainz hat sehr viel verpflichtet und nur Bungert verkauft. Auch finde ich jetzt nichts Interessantes. Die haben auch nur verpflichtet. Finn Borgerson, das finde ich interessant, dass der weg ist. Aspas und Taylor, Finn ja weg. Sehr viel. Alea Rebic weg. Verwunderlich. Füllkrug weg, der jetzt in echt sehr lange verletzt ist. Weiser weg, die haben sie ja gerade erst verpflichtet. Stände. Das sind ja wir. Dann machen wir das, gucken wir mal unsere Jugendspieler an, die wir verpflichten könnten. Komm, dich nehme ich mal. Dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht, dich brauche ich nicht. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich nicht. Und dann jetzt ein Spiel gegen Hoffenheim. Das ist sehr interessant. Also nur nochmal zur Info, die beiden Spieler habe ich verpflichtet, damit der Kader ein bisschen in die Breite geht. Nicht, weil ich den Plan habe, sie einzusetzen, nur Verletzungen passieren ja relativ schnell. Ich habe nämlich die Verletzung etwas hochgesetzt, mir war das ein bisschen zu wenig. Jetzt muss ich allerdings gucken, dass es nicht zu viel wird, weil jetzt habe ich pro Spiel. Mein Bruder war gestern hier, mit dem habe ich ein bisschen gespielt. Da hatten wir dann Spiele, wo 4, 5 Spieler pro Spiel verletzt wurden. Das war dann ein bisschen übertrieben. Warte, gucken wir. So, jetzt geht's. Die haben wohl das erste Spiel auch verloren. Ach, mal wieder nicht angemeldet. Es ist die Macht Top-Partie am Spaß. heutigen Tage in diesem Wettbewerb. Es ist das Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen darf. So sieht es nämlich aus. 17. gegen 18. nach dem ersten Spieltag. Freiburg gegen TSG Hoffenheim. Das Topspiel. Willkommen auch zu Hause zum heutigen Spiel und diese Partie hätte besseres Wetter. Es regnet. Nicht zu ändern, Wolf. Die Spieler müssen sich eben jetzt auf veränderte Bedingungen auf einen glatten, rutschigen Rasen einstellen. Heute heißt es Ich will also mir jetzt nochmal die Hoffenheim Aufstellung gegen von den SC Freiburg. Hoffenheim angucken. Im heutigen Derby am zweiten Spieltag geht es natürlich für beide Mannschaften um weitaus Luke mehr de Jong. als drei Ah, Punkte. den haben sie wohl verpflichtet. Er könnte hier heute der überragende Akteur werden. Ihm müssen Sie heute mit Flanken füttern. Er kann es per Kopf richtig Jetzt gut. zeigt mir Das bitte mal die wäre, wie Aufstellung, ich das finde, wäre ein nett. gutes Mittel in diesem Spiel. Dieses extreme Pressing.
Baumann im Tor. Super, Eisen, Erwin Vogt. Zeig nochmal Gesamt. Ja, joa. Unsere brauchen wir nicht angucken, die kennen wir. Stell noch auf Pressing und dann geht's los. Die 0:2 Niederlage stieß natürlich, ist ja völlig nachvollziehbar, auf wenig Begeisterung bei Mannschaften, auch bei den Fans. Aber ich fürchte, heute könnte es sehr schwer werden. Aber Günther. Ryan Sessegnon. Niederlechner. Da kommt die Hereingabe. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Super. Bicakcic. Sessegnon ist ja die einzige Neuverpflichtung, die bei uns regelmäßig spielt. Ryan Sessegnon. Beziehungsweise ist regelmäßig. Günther. Sessegnon ist ja verpflichtet für die Startformation. Niederlechner. Andere sind ja alles eher Perspektivspieler oder Kaderfüller. Ryan Sessegnon. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da haben wir einen Eckball. Das ist das Gute an heutigen Stadien und an heutigen Rasen. Bisschen Regen macht dem Platz nichts aus, trotzdem angenehm ist anders, vor allem für die Spieler. Aber Wolf, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja für zusätzliche Spannungsmomente. Pavel Kalaschabek. Ball draußen, wird Einwurf geben. Nun Kalaschabek. Spielt er den Ball in den Strafraum? Sie suchen das Loch in der Abwehr. Und jetzt ist der Ball geklärt. Das frühe Pressing jetzt. Kalaschabek. Koch geht schön drauf. Akpoguma. Kondogbia. Bicakcic. Kramaric. Super. André Kramaric. Da gewinnt er den Zweikampf. Rave. Günther. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Für die? Warum gibt es für Hoffenheim einen Freistoß? Kondogbia. Akpoguma. Das kann ich jetzt schon eher nachvollziehen, aber... Nein, einfach nein. Und Haberer, und jetzt versucht Freiburg den Konter aufzuziehen. Nils Petersen. Könnte was werden. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein Hecht, der Klassekeeper. Eine kurze Ecke. Keeper geht gut zum Ball, Forsling weg. Da muss er flanken. Niederlechner. Kein guter Volley. Verdammt. Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Da lässt er sich weit zurückfallen, will den Ball. Niederlechner. Nils Petersen. Im eigenen Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache, aber der Schiri deutet auch weiter spielen.
auf den Falschen gekommen. André Kramaric. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Niederlechner. Entschuldigung. Haberer. Nils Petersen. Jetzt die Flanke. Also das war natürlich eine tolle Parade. Ab und zu erstmal rankommen. Mittlerweile wäre die Führung echt verdient. Da wäre Platz für den Konter. So, alle können sich wieder beruhigen. Die unmittelbare Gefahr ist jetzt erstmal beendet. Abwehr ist wieder da. Konterchance vertan. Dominik Heinz. Da ist er da und hat die Flanke. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und er hat den Ball. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Und damit erstmal keine Gefahr, geklärt vom Torwart. Haberer. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Da haben sie jetzt Platz. Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Dann zieht er ab. Also, das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. Akpoguma. So, jetzt ist erstmal 0:0 zur Halbzeit. Ich bin gespannt, ob wir ein. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Gleich 8 Uhr. Dann werde ich mal Brötchen holen gehen. Für mich und meine Frau. Kevin Vogt. Super. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Von Doc Bier. Da kommt der Schuss. Noch ist die Chance da. Gute Aktion. Ball kommt rein. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Oh, was mache ich denn da? Das frühe Pressing jetzt. Ich werde ganz schön unter Druck gesetzt, direkt nach der Halbzeit. Und jetzt die Chance. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. Er spielt bisher unter seinen Möglichkeiten. Buschi, was sagst du? Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Nils Peter, vielleicht die Führung jetzt. Und da direkt im Gegenzug mache ich's. Petersen mit der Vorlage auf Niederlechner. Da touchiert der Ball noch den Pfosten und dann geht er ins Tor. Knapper geht's kaum, aber unterstellen wir ihm mal, dass er das genauso wollte. Hier nochmal dieser Treffer. 1:0 für Freiburg, unser erstes Saisontor. Weil wir das erste Spiel 2:0 verloren haben. Falls ich Lust habe, das irgendwie mal auf YouTube hochzuladen. Den Teil von gestern kann ich definitiv nicht hochladen. Da habe ich eine Stunde circa gespielt und 45 Minuten ohne Ton, also ohne Mikro. Das macht keinen Zweck.
macht keinen Sinn, so heißt es. Niederlechner. Jetzt eingeblendet die nächste Bundesliga-Partie der Gastgeber. Super. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ganz einfach an den Ball gekommen. Da haben wir den nächsten Gegner vom SC Freiburg. Ja, für sie geht es gegen den VfB Stuttgart im nächsten Match in der Bundesliga. Und das sind zwei ausgeglichene Teams, wird ein hochinteressantes Spiel. Schwolow. Haberer. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Und er gewinnt den Zweikampf. Meine Spieler können nicht mehr so wirklich, das ist problematisch. Und Höfler, das bleibt erstmal alles. Sie wollten den Ball, sie haben den Ball. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. So natürlich, kein Problem, er holt sich den Ball. Super Aktion, gut geklärt. Super. André Kramaric. Da passt er auf, Ball geklärt. Kübler. Haberer. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Jetzt haben sie den Ball. Er bekommt Hilfe. Jetzt die Flanke. Aber hier kommt kein Mitspieler dran. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. So, das wird nichts mit dem Konter. Da hat die Abwehr natürlich alle Zeit der Welt, wieder zurückzukommen. Kramaric. Defensive ist gut organisiert, da kommt sie nur schwer durch. Und die Flanke. Jetzt holt er sich den Ball. Ballverlust. Da kommt die Hereingabe. Nein, doch nicht. Die Flanke kam nicht so gut rein. Günther. Gulde. Kübler. Super Pass. Sie kommen jetzt über außen. Niederlechner. Gut aufgepasst, da kommt der Anfang. Baumann. Ja. Hey, nächsten Wechsel mache ich jetzt auch direkt. Das ist Arp für. Was kommt an? Da ist er heute extrem sicher. Klasse Zuspiel. Den Ball hat er. Ganz souverän. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Günther. Haberer. Kübler. Nils Petersen. Niederlechner. Da kann er klären, gut aufgepasst. Feierabend für heute, tolle Leistung, kein Wunder also, dass die Fans ihn so verabschieden. Und das absolut verdient. Das jetzt gehen wir natürlich defensiver. Einer der besten. Voller Einsatz, Schuss geblockt. Kramaric. Hier ist noch alles drin, 5 Minuten sind noch zu gehen. Schaffen sie hier noch den späten Ausgleich? Die Fans glauben weiter dran. Mike Franz. Ein enges Ding hier. Langen Pfosten. Erstmal keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Wir sehen einen Wechsel bei noch 2 Minuten plus Nachspielzeit für Höfler. Aber Kübler. Schöner Pass. Und das ist der Sieg.
Partie. Sieg gegen Hoffenheim. Also 2-0 weiß ich noch nicht, aber Sieg gegen Hoffenheim, das ist. Ich habe aus den ersten drei Spielen mit circa 3 bis 4 Punkten gerechnet. Und das Spiel, wo ich den Dreier holen wollte, das kommt ja jetzt gegen Stuttgart. Das ist sehr gut, ein für mich erfolgreicher Saisonstart. Ein Pfeifkonzert im Hoffenheim-Stadion. Gar nicht schön. Ja, jetzt gucke ich noch, wie weit ich simuliere. Wahrscheinlich bis zum nächsten Spiel. Ich werde mich nochmal anmelden. Ich bin angemeldet, das ist sehr schön. Beim EA Sports Social Club oder wie das Ding da heißt, das ist ja ganz wichtig, dass man da angemeldet ist. Sehr schön. Müssen wir nur dran denken, dass da wieder Sessinio reinkommt. Gondorf kann wieder trainieren, das ist doch sehr schön. Ich möchte meinen Verein loben. Mögliche Posten. Wales wäre ich interessiert, Venezuela nicht. Dann gucken wir mal wegen der Aufstellung. Ich spiele mal mit Waldschmidt von Anfang an. Aber der ist ja noch nicht 100 pro fit. Da kann Strenzel hin. Super. Dann hat mir der Stream wieder Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Morgen früh wird es nichts. Da arbeite ich. Danach ist später natürlich Heiligabend. Da bin ich bei meiner Schwiegermutter mit meiner Familie. Vielleicht am ersten Weihnachtsfeiertag. Wir sehen es. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao, euer Mocha.